sind wir in Warendorf, auf dem Gestüthof Warendorf und dem Gestüthaus Ittlingen. Das ist unser Rennstall. Mein Name ist Ferdinand Lewe und das sind meine Mitarbeiter. Ja, wir sehen jetzt einen 14-jährigen Vollblüter. Der ist allerdings nicht mehr im Training. Er läuft schon lange nicht mehr. Das heißt nicht, dass er nicht in der Halle läuft und draußen galoppiert. Das ist unser Deckhengstintendant. Er wird für die Decksaison vorbereitet. Wie es im Reitsport üblich ist, werden die Hengste, die in der Zucht sind, auch weiterhin im Sport bewegt oder unterm Sattel bewegt natürlich. Und genau das machen wir. Er genießt es, wie gesagt, jeden Tag geritten zu werden, sodass er in der Kondition ist, in der sogenannten Deckkondition, die ihn auch sehr bemuskelt darstellt. Und Sie sehen, er ist reiterlich so weit, dass er hier sehr gelassen sich zeigt. Ja, genau. Man sieht wirklich, er hat Spaß daran hier noch. Genau, er will einfach beschäftigt werden. Und wie sieht seine Decksaison aus? Was haben Sie mit ihm vor? Ja. Wir haben ja schon einige Söhne und Töchter von ihm hier gesehen. Ja, möglichst viele Stuten zu bekommen, was schwierig ist, muss ich sagen. Er ist leider nicht als Vollblutdeckhengst in der Form anerkannt, weil er leider zu Beginn seiner Saison viele Stuten mit kleinstem GAG gehabt hat. Und leider, muss ich sagen, sind zwei Drittel dieser Pferde anschließend gar nicht auf der Rennbahn gelandet. Und das macht keinen Deckhengst. Insofern ist er heute eigentlich eher im Warmblutsport zu Hause, in der Warmblutzucht. Die Ältesten sind also vierjährig jetzt. Und da spricht man unter den Vielseitigkeitsreitern, dass sie eben sich besonders auszeichnen durch sehr hohe Rittigkeit. Und ich glaube, das wird in Zukunft sein Betätigungsfeld werden. Und der ein oder andere wird natürlich mit seiner Vollblutstute kommen. Er deckt also einen Natursprung. Mhm. Das ist die Aufgabe und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr noch ein bisschen Spaß haben.